Hallihallo, der Beutel hier, willkommen zurück zu Conan Exiles. Wir tanzen, wir tanzen, wir tanzen die ganze Nacht und am Tag auch. So, ich trinke mal schnell einen Schluck. Ich bin in Eile. Jetzt ist nämlich gerade Donnerstag, ich komme gerade von Arbeit, habe noch tanken müssen und ich bin voll im Zeitstress. Und jetzt geht auch gleich der Stream los. Das heißt, es könnte passieren, dass die Folge heute nicht so lang wird. Vielen Dank schon wieder nochmal an die vielen Viewer und Zuschauer, die mir so viele nützliche Kommentare schreiben. Ich merke schon, wir wachsen langsam zu einer kleinen Community zusammen. Das macht echt Spaß. So, aber wir haben ja heute Folgendes vor. Ich mache heute noch nicht auf Stahl. Das würde ich auf Montag verschieben. Wochenende kommt ja kein Conan. Da würde ich mal Stahl machen. Dann würde ich hier vielleicht mal am Bau weitermachen. Da kann ich das Wochenende nämlich ein bisschen was vorbereiten. Und was wir heute machen, ist in der Tat, haben wir Pfeile. Oh ja, ich habe ja noch das ganze Inventar voll mit Müll. Shit, wartet mal. Hier haben wir Waffen. Waffen hab ich. Bitte? Und diese scheiß Eisenschüsseln, die können wir doch bestimmt auch irgendwann mal einschmelzen. Das Problem ist, die ganzen Truhen sind voll. Und die scheiß Dinger nehmen immer eben Platz weg. Komm, dann haut das raus hier. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Das können wir ja dann später mal erörtern. Das Zeug. Ich mach schnell Ordnung, Leute. So viel Zeit muss sein. Das hauen wir hier mit rein. Das Strohgelumpe auch. Bitte. Diesen Kopf. Das Fell hier rein. Bin durcheinander. Was ist denn das? Eislotusblüte. Und das sind diese Hochlandbeeren. Ich hau mal kurz diesen Kopf mit hier rüber. Dieses Elixier hält wohl, glaube ich, nur eine Stunde, habe ich gelesen. Ist schade, aber naja, ist halt so. So, hier die Stiefel, nein. Und der kompaktes Elixier auch mit hier, nein. Und die Eisenkopfpfeile, wo hatte ich denn die? Die hatte ich auch hier. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben ja jetzt die starken Stahlpfeile. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr Schaden die machen. Da müsste ich auch mal mich in Ruhe belesen. Die Eisenschüssel hier rein. Und was ist das? Holzschale. Haben wir hier irgendwas drin, was hier raus kann? Nicht wirklich, ne? Hier draußen haben wir noch zwei Kisten. Die leider auch voll sind. Aber warte mal, hier können wir die Klamotten. Und die hauen wir raus, die Dinger. Und dann hauen wir hier den. Hatte ich nicht irgendwo auch schon Öl gelagert? Gehärteter Stahlbarren. Stahlbarren. Obwohl, die hat man ja hinten in der Bank. Dann hauen wir hier lieber die Blüten rein. Die Knochen noch weg. Die können wir hier rüber. Knochenmehl brauchten wir doch vom Kompost. Dann machen wir das so. So. Das Öl haben wir mit in die Presse. Da haben wir es dort auf Vorrat. Und dann haben wir auch langsam. Ah ja, da können wir auch erstmal hier die Knochen, dass wir das weg haben. Ey, guck mal, da wächst schon das erste Aloe Vera. Wie geil ist denn das? Und hier. Genau, hauen wir das mit dazu. Ey, fünfmal Kompost, das dauert ewig, ne, der ganze Scheiß. Und die Stahlbaum wollten wir in die Bank hauen. Ich bin gut in der Zeit, ich bin gut. Wir machen hier Druck, Leute. Druck. Und da geht's schon los. Nee, Quatsch, nicht die Flüssigkeitspresse. Das wollten wir doch hier in den Mahlstein. Da brauchen wir doch den Müll. Nee, oder? Nee, das. Ach Quatsch, ich bin durcheinander. Doch, hier nein. Aber da entstehen gar keine Knochen, da entsteht nur Blut. Ja, wofür wir auch immer Blut dann später mal brauchen. Was hab ich denn jetzt hier? Waren hier Fellhandschuhe? Waren hier. Wir haben ja Rüstung 21, die auch. Naja, gut, da haben wir die noch als Ersatz. Cooles Ding. Die hauen wir mit hier rein. Da. So, die Stahlbanner hier hinter, dann haben wir es endlich geschafft. Sorry für den ganzen Hin- und Her-Quatsch. Das hätte ich halt auch offscreen machen können. Aber dann hätte ich ja gar keine Zeit mehr. So, jetzt schnappst du mir meinen Wolf. Und dann gehen wir wie versprochen mal dort die ganzen Türme ab. Heiltränke. Scheiße. Wir haben keine Heiltränke. Aber wartet mal. Hatte ich nicht? 46. Dafür brauchten wir doch eigentlich. Das Ding habe ich noch nicht, ne? Shit. Ey, das müssen wir noch schnell bauen. Was war denn das? Das war. Dieses Teil hier. Rezept, Feuerschalenkessel, Eisenbahn und 20 Zwirn. Haben wir den wirklich nicht? Ich sehe ihn hier nicht, ne? Ich
Scheiße, ich dachte, ich hätte ihn schon... Ah, das war noch im... Ja doch, hier ist er doch, Schlüssel. Feuerscheinkessel. Und zwar... Das hier. Wenn mal vier her, so viel Zeit haben wir noch. Aber ich will da nicht ohne Heilung hingehen. Oh, so. Also, wir haben Fleisch mit. Da könnten wir aber theoretisch auch mal die Hälfte wieder hier reinhängen. Das ist ja alles unnütz Gewicht. Genau. Ach, Dussel. Mache 18, okay. Also viel brauchen wir auch nicht. Nochmal die Hälfte. Genau, das sollte reichen für die Reise. Ist ja nicht lang, die Reise. Das Holz haben wir auch noch schnell raus. Waffen sind alle noch okay. Bis aufs Abhäutemesser. Das müsste mal repariert werden. Wartet mal, Eisenbahn. Haben wir doch theoretisch hier. Genau. Dann mehr reparieren. Was haben wir hier noch für eins? Was ist, hier hätte ich auch noch eins gehabt. Naja, was soll's. Was soll's? Jetzt ist er wieder langsam, der Knüsch. Dann haut das mit hier nüber. Genau. Der Deutsch ist repariert. Zack, los geht's. Fackel haben wir auch am Start. Wolfi, hast du noch Inventar? Oh, der hat ja oh alles voll. Nee, scheiße, das ist mir jetzt zu viel. Dann nehme ich den anderen Kasper mit. Das war Bello, dann nehme ich Waldi mit. Läuft die Aufnahme? Ja, die Aufnahme läuft. So, Aldi, folge mir. Komm mit. Müssen wir mal gucken, ob es da einen direkten Weg gibt oder ob wir da... Ich glaube, wir müssen tatsächlich... Schwimmt der mit, der Kerl? Müssen wir mal gucken. Hast du eigentlich das Gepäck leer? Ja, komm mit. Also, latschen wir schnell. Ach nee, das sind ja auch Gegner. Hä, wie machen wir es jetzt? Hm. Theoretisch klettern, ne? Hier Wölfe. Aber ich habe die Kletterausrüstung nicht mit. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, hier oben waren Wölfe, ne? Ja. Genau, dann hieß es auch von Fanda und seinen anderen Namen habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Die meinten, dass ich doch aus der in der Presse könnte ich auch mit Steinen und beziehungsweise Kristallen irgendwie Salz herstellen. Wobei ich noch nicht ganz genau weiß, wofür ich Salz brauche. Ach, guck mal. Hier kommen wir doch hoch. Now, Clockwork Orange Fanda. Und die Säuberung soll ich auf keinen Fall abschalten. Das hatte ich nämlich überlegt. So, was hast denn du drauf, Junge? Oh, das ist ein Bogenschütze. Da kann mein Wolf den platt machen. Da kann ich mich um den Kasper hier kümmern. Aha, der hat gegen... Oh. Ich wollte gerade sagen, der kloppt gegen Stein. Und was mache ich? Ich kloppe auch irgendwo hin. Scheiße, das mit den Ausweichen muss ich üben. Das ist doch alles scheiße hier. Diese sind ja eigentlich so eine komischen Felsen. Wolfi, kannst du den auch noch in den Arsch beißen, bitte? Voll eine gelatscht. So, boah, schön. In zwei Hälften geteilt, den Kunden. Das gefällt mir. Brauchen wir jetzt was unbedingt? Es müllt eigentlich wieder so das Inventar zu, ne? Wenn ich die hier kaputt mache. Ach nee, das war ja, ich soll es ja mit der Axt machen. Mit der geht das besser. Da holt man wenigstens ein paar Knochen raus. Obwohl wir mittlerweile genug Knochen haben, ne? Bin ich der Meinung. So, da essen wir mal ein paar Bären. Damit wir Bären stark werden. Du hast was entdeckt. Lionswacht. Okay. Oder Lians. Das nehmen wir alles mit. Dann hacken wir den auch noch ein paar Teile hier. Genau. Hoffentlich haben die alle hier guten Loot. Und Bärenessen nicht vergessen. Schade, dass ihr Hedgehog... Oh, das ist ein... Ach, das ist Lion. Das ist wieder so ein Elite-Kämpfer. Was wollte ich gerade sagen? Irgendwas mit Schade. Weiß ich nicht mehr.
Ach so, ja, schade. Boah, krass, was hat denn der für Damage gemacht? Alter Schwede. Dass die Headshots nicht mehr zählen. Oh, was hat denn der da? Sag ich mal, ja, was war denn das? Stahlhackemesser. Jawolski, jawohl. Er hat zwar nicht mehr viel Haltbarkeit, aber wir können ja eigentlich mit Stahl bauen und mit ein paar Barren. Was ist das hier? Waren ja Siedlerweste 18. Was hat die? Die hat 74, also ist die Rotz. Und was haben wir hier? Weihrauch. Das hatte ich ja schon mal gefunden. Keine Ahnung, wofür das gut ist. So, nebenbei ein bisschen hochheilen. Was ist denn hier? Ein Turm? Ah, eine Kiste. Was haben wir hier? Antilopenkopf. Können wir eigentlich drinnen lassen. Das nehmen wir mit. Ah, Holz können wir auch. Die Rinde ist wichtig. Und den Rest können wir drin lassen. So, wie geht's dir so? Oh, du heilst hoch. Das ist schön. Lässt du mich hier vorbei oder kasperst du hier rum? Baldi. Baldi. Oh. So, haben wir hier alles geklärt oder ist hier noch einer? Was gibt's denn hier noch? Kann man das aufheben? Ah, Wildbeuternotiz. Beschreibung. Ich habe in der Gegend nach weiteren Pilzen gesucht, aber nichts gefunden. Glücklicherweise hatte ich meine Notizen bei mir. Ich konnte meine Gefährten also Bilder der gesuchten Pilze zeigen. Gestern Abend brachte mir Raka oder so ähnlich einen rot gefleckten Pilz, den ich noch nie gesehen hatte. Ich habe mir einige Notizen über seine mögliche Verwendung gemacht, aber ich werde ihn gewiss nicht als erster kosten. Okay, wissen wir Bescheid. Hochheilen. Und so komische Musik. So trommeln. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Nö, ne? Ich würde sagen, dann gehen wir weiter zur nächsten Dings. Hier ist immer wieder am See. Ach, Baldi, was ist denn los mit dir? Baldi, Wolfi. Müssen wir bei hier oben lang, oder? Ich glaube, wir müssen hier so lang. Aber ich dächte, beim letzten Mal, als ich hier war, wo ich das Wolfsjunge geholt habe, waren hier oben auf dieser Plattform Wölfe. Da müssen wir schön Acht geben, dass wir da jetzt nicht in eine große Gruppe rennen. Du heilst hoch, das ist gut. Ich heile auch hoch. Jetzt wird es gleich finster. Das ist nicht so prickelnd. Ich meine, wir haben jetzt eine Fackel mit. Aber da kann ich das Zweihänderschwert nicht benutzen. Ah ja, und die Heiltränke. Ach, ich bin blöd, ich habe die Heiltränke vergessen. Naja, das wird der typisch Beutel, ne? Bild extra Heiltränke her. Ach so, und ja, ein Tipp kam vielleicht noch, dass ich beim Tod mein Zeug behalte. Ich weiß nicht, was sagen die anderen dazu. Wäre vielleicht im Singleplayer-Modus gar nicht mal schlecht, ne? Da oben ist der Wolf. Und ich hoffe, das ist nur einer. So, was sagt die Uhrzeit? Okay. Wir können noch ein bisschen machen. Ich habe noch nicht mal Abendbrot gegessen. Ich muss dann irgendwie beim Stream, muss ich ein bisschen was naschen. Also nicht, dass er denkt, heute kommt der Stream. Ihr seht ja die Folge, die ich heute am Donnerstag drehe, seht ihr erst am Freitag. Also da ist der Stream schon vorbei. Nicht, dass er denkt, ihr könnt heute Abend nochmal Stream gucken. Nee. Der kommt am Donnerstag. Also gestern. Okay, jetzt müssen wir mal hier schauen. Ob wir hier ein paar Typen gepult bekommen. Hier sind manchmal so Geräusche. Das, oh, da kommt schon der Erste. Oh, das ist eine Dame, oder? Au! Ich sehe gar nicht. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich hack hier einfach mal wild drauf rein. Ich sehe hier die roten Balken. Ich glaube, ich treffe hier nur meinen Wolf. Kann das sein? Boah, die machen aber Schaden, ey. Das ist ja Wahnsinn. Komm, Wolfi. Waldi, mach die platt. Na, beißt du auch mal zu? Was ist denn? Lässt er sich ja halb runter? So. Danke. Die hat auch. Was war denn das? Das hier.
Elfenbeinpfeil. Aha. Der macht Gesundheitsschaden 15. Der Stahlpfeil macht Gesundheitsschaden 12. Ach so. Die sind natürlich schon besser. Jetzt müssen wir uns aber beide erstmal hochheilen. Warte mal, ich hack die mal noch. Hack die mal noch. Oh, Entschuldigung, Waldi. Komm her, kriegst einen Arm. Hier kommt so Hafenmusik. Klingt fast so. Na, passt auf, wir heilen uns mal hoch. In der Zeit ist ja bestimmt dann auch hell. Kommt jetzt ein Wüstensturm? Da klingt es gerade so stürmisch, aber wir sind ja nicht in der Wüste, ne? Ja, irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Da klingt es gerade so stürmisch. Und hier sieht es auch so neblig aus, aber wir sind ja nicht in der Wüste. Da sollte ja eigentlich kein Wüstensturm kommen, oder? Leute, ich bin verwirrt. So, mal ganz ruhig herangehen an die Geschichte. Oder weil wir jetzt so hoch sind, deswegen stürmt es vielleicht. Du hast es entdeckt, Wüstenwacht. Nachts ein Sandsturm wäre natürlich fatal. Oh, hier sind aber... Wenn wir mal einen hier anlocken. Vielleicht nur den dort. Bogenschütze. Oh, da kommen gleich viele. Wolfi, Waldi, komm. Das waren zu viele. Vielleicht kommt ja noch einer von denen. Nee. Funktioniert nicht so richtig. Doch, jetzt. Es hat ein Tier auf dem Rücken. Alter. Das ist ja krass. Aha. Die hätten wir vielleicht eher mit der Keule bearbeiten sollen, ne? Okay. Das nehmen wir. Was hast du hier? Was ist denn das? Nachschubmaterialien enthält verschiedene Grundmaterialien. Wie kann ich das öffnen? Benutzen, ablegen. Das gucken wir uns dann an, wenn wir wieder zu Hause sind. Das ist ja abgefahren. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch so Träger gibt. Das ist ja geil. Oh. Aber ich weiß, dass ich hier keinen Oberkörperschutz mehr habe. Die hat 18. Die hat auch plus 18. Haben wir hier auch eine geile Rüstung? Nee, scheiße. Naja, dann haben wir... Kommt schon wieder so merkwürdige Musik. Okay, wir haben jetzt nicht mehr viel Rüstung. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Aber hier ist ja nur noch der Kasper, ne? Und der liegt im Feuer und brennt nicht. Das ist auch lustig. Willst du jetzt mit deinem Bogen? Hast du einen Bogen? So, das gibt mal alles, ja, was du hier hast. So, ist hier. Hier ist noch eine Kiste. Geil. Da nehmen wir. Eisenbahn nehmen wir mit, klar. Noch ein Ohr. Horn nehmen wir mit. Na ja, gut, den Rest brauchen wir nicht. Das kriegen wir alles selber zusammen. Und hier ist hier auch noch eine... Oh, hier sind sogar zwei Kisten. Wahnsinn. Leuchtende Essenz. Da habe ich auch noch keinen Plan, für was die gut ist. Knochen nehmen wir mit. Komm. Und hier Eisenbahn, Knochen, Rinde. Was ist das? Seide. Ah. Hat man auch noch nicht. So, was sagt die Zeit? Okay. Och, Waldi, das ist doch nicht dein Ernst. okay, wartet mal. Davon machst du doch glatt einen Screenshot.
Achso, nee, es geht nicht. Wartet mal. Da ist ja das Menü mit drauf. So ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Oder vielleicht so. Ja doch, da sieht man die Bauchmuskeln mehr. So skurril. Wartet, wartet, wartet. Wir haben es gleich. So. So. Alles klar. Hat man auch noch nicht. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ey, das sind ja noch überall. Das geht ja immer weiter mit den Türmen. Und bloß aufpassen wegen die Zeug hier. Ist hier irgendwas? Nee. Ach, hier ist quasi der See. Wo meine... Nee, welcher ist denn das? Ach, wo wir das Wolfsbaby gefunden hatten. Alles klar. Ah ja. Naja, würde ich sagen, haben wir noch so viel Zeit. Ja, wir machen noch den einen Turm dort vorne klar. Und dann gucken wir in der nächsten Folge. Boah, krass. Ach, jetzt sind wir hier bei dem Rondell. Okay. Wüstenwacht, Teufelsunterschlupf. Was ist denn hier das Wetter? Sieht alles so grau und neblig aus. Ja, das gucken wir uns später mal an. Wir nehmen jetzt hier noch den einen Turm mit, würde ich sagen. Und... Was hast du denn nur? Geht's denn dir überhaupt? Ja, reicht. Ja, hier sind wohl gar keine Gegner, oder was? Naja, dann loot ich bloß die Kiste. Wenn hier eine drin ist. Aber hier ist keiner. Warte, ey. Dann gehen wir zum nächsten Turm. Stücke Fleisch einmampfen und was trinken. No. Ah ja, gehen wir dann hier wieder runter. Jetzt sind wir ja jetzt ein ganz schönes Stück gelaufen. Oh, das ist ein etwas größeres gesichertes Lager, ne? Da müssen wir erstmal die Larve dort wegmachen. Na komm her. Na komm her. Mal gucken, was du drauf hast. Lass meinen Hund in Ruhe. Gib das her. Okay, der hat jetzt nicht so viel klasse Loot. Aber egal. Sturmwacht. Was ist mit dem denn los? Oh, dir. Halt. Die ist krass. Hilf mir. Oder nicht, doch jetzt. Die hat ein schönes Schild. Hoffentlich droppt die das dann nach. Komm, Wolfi, noch ein Biss. Zack. Oh, schön Kopf abgebissen. Das hast du sehr gut gemacht. Oh, was hat denn die? Die hatte irgendeine schöne Schärpe. Banier Fell Oberschenkelschutz 53. Was hat meiner hier? Der hat 34. Jawohl. Nehme ich. Nehme ich doch dankend. Oskar Donnerkopf. Oh, der macht Schaden. Sehr gut. Boah, wird er daneben. Oh, entschuldige.
Was hat der? Ah, der hat eine Stahlspitzhacke, ne? Aber die hat man schon gefunden. Komm mal her, du kriegst jetzt mal hier das ganze Gelumpe. Und was haben wir hier noch? Das kannst du nehmen. Raus damit. Raus damit. Was wiegt das? 5 Kilo? Ja, nimm mal noch das. Reicht. Ist hier noch so einer? Da ist noch einer. Was ist denn das für ein dicker Laternenpfahl? Eigentlich gar keine Heilbeeren mehr. Hab ich die alle gegessen jetzt auf dem Weg hierher? So, was hat er? Nehmen wir. Dann looten wir noch die Kiste und dann ist Schluss für heute. Genau, das brauchen wir. Oh, was ist denn das? Schwefel. Ja, das brauchen wir doch auch. Kohle lassen wir. Wie jetzt? Hier ist keine Kiste drin oder was? Das hat schon aber anders jetzt gedacht. Schönen Garten haben sie. Eigentlich würde ich das gerne übernehmen. Nun gut, Leute. Ey, da haben wir die Runde geschafft. Ich gehe dann schon mal. Ich bereite schon mal was vor dann für Montag. Die Baurunde, Stahlbahn etc. Ne? Das wird cool. Da freue ich mich. Ich hoffe, für euch ist das nicht so langweilig. Aber es gehört ja auch irgendwie mit zum Spiel. Ne? Also bauen. Das ist halt Teil des Spiels. Ey, das sieht echt grandios aus. Vielleicht übernehmen wir das eines Tages hier und wohnen dann dort drinnen. Auch hier hinten diese Spitzfelsen und so. Wahnsinn. Naja, coole Geschichte. Genau. Verbleibt mal erstmal so, liebe Leute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Guckt mal rein, vielleicht bringe ich noch... Ah ja, es müsste am Samstag kommt noch der letzte Part von Infliction, diesem Horrorspiel. Gucken nicht so viele. Ist auch nicht schlimm, wenn das nicht so viele gucken. Ich finde es total gruselig und unangenehm. Vielleicht guckt ihr da mal rein, wenn ihr mich leiden sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns Montag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.